Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres HSV-Checks vor dem Spiel des HSV gegen den SV Sandhausen. Und darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Henrik Jacobs. Moin, Henrik. Moin Stefan und beste Grüße ins Homeoffice. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Das Thema der Woche haben wir so ein bisschen selbst kreiert. Es stand im Abendblatt, es gab zwei große XL-Berichte. Es ging vor allem um Thomas Wüstefeld, seinen möglichen Interessenskonflikt, auch um Markus Frömming, den Aufsichtsrat, der ebenfalls einen Interessenskonflikt haben könnte in seiner Rolle als kühner Vertrauter und eben gleichzeitig beim HSV im Kontrollgremium. Es ging um einen geplatzten 30-Millionen-Deal und aber auch einen neuen Anteilseigner, der unmittelbar vor der Haustür steht. Henrik, kannst du das alles mal für uns einmal sortieren und noch einmal zusammenfassen, was die Haupterkenntnisse waren? Insbesondere auch nochmal die Hintergründe nennen, wie ein Direktor beim HSV fast in den Vorstand gerückt ist, bevor dann Thomas Wüstefeld seine Aufgabe eingenommen hat. Ja, das wird natürlich jetzt schwierig, das alles kurz mal hier in diesem kurzen Format zusammenzufassen. Ich kann eigentlich nur jedem HSV-Fan, der sich für seinen Verein interessiert, empfehlen, sich diese Berichte nochmal durchzulesen. Man bekommt dann einen sehr, sehr guten Eindruck, was hinter den Kulissen passiert, was im Aufsichtsrat so vor sich geht, wie die einzelnen persönlichen Interessen aktuell aussehen. Und ja, da ist relativ viel los und das macht sich auf jeden Fall auch auf der Geschäftsstelle bemerkbar. Also es gibt einige Mitarbeiter, würde ich jetzt mal behaupten, die sich aktuell Sorgen machen. Das hat vor allem damit zu tun, dass Thomas Wüstefeld jetzt in seiner neuen Funktion als Vorstand da durchaus den HSV auf links dreht, kann man schon sagen. Also er durchleuchtet da alle Abteilungen und hinterfragt im Prinzip alles, was da bisher so vor sich gegangen ist. Das kommt natürlich nicht bei jedem gut an. Insbesondere dadurch, wenn man jetzt nochmal genauer hinguckt, wie Thomas Wüstefeld in diese Position reingekommen ist. Also, das war ja ein sehr, sehr steiler Aufstieg innerhalb von, würde ich sagen, 2 Monaten vom Aufsichtsrat zum Aufsichtsratsvorsitzenden und dann zum Vorstand. Und es ist eigentlich klar, dass das mit Sicherheit nicht so gelaufen ist, wie der HSV das dann auf seiner Homepage dargestellt hat. Und derzeit hört man natürlich einige Sachen. Man recherchiert, man fragt nochmal nach und dann entsteht dann nochmal ein anderes Bild. Und da gibt es interessante Konstellationen, auch durchaus Interessenkonflikte, wie auch der Vorstand jetzt insgesamt zustande kommen sollte. Also Thomas Wüstefeld ist ja zunächst mal durch seine Zusammenarbeit oder durch seine Kontaktaufnahme mit Marcel Jansen an den HSV gekommen. Marcel Jansen war zu dieser Zeit noch Aufsichtsratsvorsitzender. Daraufhin hat dann Thomas Wüstefeld erst die Anteile gekauft. Auch da gab es ja durchaus andere Gespräche und Ideen von Markus Frömming, gerade der Interessensvertreter von Klaus-Michael Kühne im Aufsichtsrat, da die Anteile oder Teile der Anteile von Klaus-Michael Kühne zu verkaufen. Das ist ja schon länger ein Wunsch. Hat da offenbar jetzt auch eine Provision für bekommen, indem jetzt die Anteile verkauft wurden an Thomas Wüstefeld. Da gibt es mit Sicherheit schon mal ist Interessenkonflikt, wenn man dann auch noch hört, dass Markus Frömming offenbar dann auch in den Vorstand entsendet werden sollte, kurz vor Weihnachten. Da war eigentlich schon soweit alles klar. Genauso wie Erik Huber der Nachfolger werden sollte von Frank Wettstein, der ja kurz vorher angekündigt hatte, dass er im Sommer seinen Vertrag nicht verlängert. Auch das ist mit Sicherheit dann auch nur ein Teil der Wahrheit. Da gab es dann mit Sicherheit auch die Interessen im Aufsichtsrat, dass er dann auch schon frühzeitig den Verein verlässt. Das ist dann ja auch passiert im Zusammenhang dann mit dem Aufstieg von Thomas Wüstefeld in den Vorstand. Dann gibt es natürlich möglicherweise auch noch einen Interessenkonflikt zwischen oder in der Konstellation mit Marcel Jansen und Thomas Wüstefeld, die ja auch vorher schon eine geschäftliche Zusammenarbeit hatten und jetzt in diesem Zuge natürlich dann auch ja, miteinander, wie soll man es ausdrücken, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sich eng sind und man da genau die Verbindung nochmal überprüfen sollte. Und ja, das ist, wie man schon merkt, sehr, sehr schwer alles zusammenzufassen. Und ich denke, es wird jetzt interessant. Am Montag ist die Aufsichtsratssitzung oder die nächste Aufsichtsratssitzung. Da werden jetzt bestimmt auch die Informationen oder die Details, die da jetzt ans Licht gekommen sind, nochmal besprochen werden und dann stellt sich natürlich die große Frage, wie es jetzt im Vorstand dann auch weitergeht, insbesondere mit Thomas Wüstefeld, ob er dann jetzt auch das Vertrauen noch hat und ja, diese ganze Frage, wie auch dann Erik Huber jetzt dann weitermacht, der ja auch in den Vorstand gehen sollte,
Das ist bisher noch nicht dazu gekommen. Auch das kann man in diesen Berichten nochmal nachlesen, was da möglicherweise passiert ist. Ja, von daher wird es sehr, sehr spannend, was jetzt so in den kommenden Wochen beim HSV passiert. Ja, damit hast du ganz gut Struktur reingebracht, in dieses mittelschwere Beben, hinter den Kulissen entstanden ist. Wie du schon mehrfach gesagt hast, wir können es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich noch einmal die beiden Berichte durchzulesen, weil da noch viel, viel mehr Details drinstecken, als wir es jetzt einmal besprechen können. Unter abendblatt.de/HSV sind beide Berichte natürlich die ganze Zeit zu finden, wer jetzt die Printausgabe nicht griffbereit hat. Henrik, vielleicht kannst du einmal eine Prognose abgeben für den kommenden Montag, was die Aufsichtsratssitzung dann betrifft. Meinst du, es könnte dort nochmal zu einem großen Knall kommen? Sprich, könnte es passieren, dass dann vielleicht nochmal ein Aufsichtsratsmitglied dann auch zurücktritt oder möglicherweise auch die große Überraschung dann ansteht, dass Thomas Wüstefeld doch länger Vorstand bleiben könnte beim HSV? Wie schätzt du die Lage ein? Ja, es wird sehr spannend. Auf jeden Fall gibt es da innerhalb des Aufsichtsrats ja offenbar auch schon Unstimmigkeiten, wie es jetzt weitergeht. Nicht jeder fand das so gut, wie es offenbar dargestellt wurde, dass Thomas Wüstefeld dann auch direkt in den Vorstand gegangen ist nach so kurzer Zeit. Und es geht jetzt ja vor allem dann auch um das Lizenzierungsverfahren. Also bis zum 15. März muss der HSV seine Unterlagen eingereicht haben, muss dann der DFL klar machen, wie man jetzt auch dann in der kommenden Saison finanziell haushalten will. Auch da gab es dann ja unterschiedliche Ideen, wie man zum Beispiel jetzt auch noch die letzten 0,7% der Anteile verkauft und dadurch möglicherweise nochmal wichtiges Geld einnimmt. Da gab es unterschiedliche Ideen, gibt auch jetzt noch unterschiedliche Ideen. Die eine war mit einem aktuellen Anteilseigner noch, ja, dessen Anteile zu erweitern. Es gab zwei andere Aufsichtsräte, die da eine eigene Idee hatten und jetzt einen weiteren Investor da noch reinholen wollen. Also das ist auf jeden Fall durchaus brisant, was da jetzt dann entschieden wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da nicht jeder ganz mit einverstanden sein wird. Von daher, ja, würde ich mal sagen, warten wir jetzt mal ab, was dann am Montag auch passiert. Und dann werden wir das hoffentlich dann auch zeitnah erfahren. Also wir bleiben natürlich dran für euch, wie es beim HSV personell weitergeht, wollen damit aber das Thema Vereinspolitik abschließen und widmen uns nun dem Sportlichen und machen weiter mit unserer nächsten Kategorie. Unser treuer User, Beamtensohn, hat uns mal wieder eine Frage gestellt. Wer ihn und seine Tweets vor allem verfolgt, der weiß, dass er sich schon seit längerem mit der Fragestellung auseinandersetzt, wie wichtig sind eigentlich noch zweite Mannschaften von Profivereinen? Er selber verfolgt die Theorie, dass man eigentlich mit 18 oder 19 spätestens zumindest bei den Profis mittrainieren muss, um sich durchzusetzen. Und nach seiner Ansicht hat es eigentlich wenig Sinn, mit 21 zum Beispiel noch in der zweiten Mannschaft zu spielen und darauf zu spekulieren, dann noch im Laufe der Zeit eben Profifußballer zu werden. Henrik, jetzt hat er die Frage an dich, die du für ihn beantworten sollst. Wie schätzt du denn die Nachwuchsarbeit ein? Hat die zweite Mannschaft in dieser aktuellen Form noch ihre Berechtigung? Vielleicht kannst du einmal auch ihm das auch erklären, warum das so wichtig ist, dann doch auch eine zweite Mannschaft zu haben. Ja, interessante Frage auf jeden Fall. Und gerade Jonas Bold hat ja damals in Leverkusen auch die zweite Mannschaft abgeschafft, hat sich dann voll auf die U19 fokussiert. Und tatsächlich ist es ja mittlerweile so, wer es so nach der A-Jugend dann nicht direkt in den Profifußball schafft, der ja, wird es dann meistens auch auf lange Strecke nicht schaffen. Es gibt aber trotzdem genug Beispiele von Jungs, die einfach noch ein bisschen länger Zeit brauchen, die sich noch körperlich entwickeln müssen, mit 18 da noch nicht soweit sind, dass sie direkt den Sprung schaffen. Und von daher finde ich diese zweite Mannschaft durchaus wichtig. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es immer wieder Spieler, auch jetzt gerade aktuell, die dann vielleicht bei der ersten Mannschaft durch eine längere Verletzung oder durch eine Formkrise nicht das schaffen, auf Spielpraxis zu kommen. Da ist es dann immer wichtig, Spieler dann auch die Möglichkeit zu geben, ja, einfach zu spielen. Das ist gerade für so Jungs wie jetzt beispielsweise Stefan Ambrosius oder Antsisu und Maximilian Rohr, die länger verletzt waren, wenig gespielt haben und jetzt auch ein bisschen weiter weg sind von der Startelf, da eine gute Möglichkeit, um dann Spielpraxis zu sammeln. Und dann gibt es natürlich Jungs, die einfach länger Zeit brauchen. Also ich glaube, gerade Farid Alidu zum Beispiel ist ja auch ein gutes Beispiel. Der war mit 18 mit Sicherheit schon sehr, sehr talentiert, aber er war sowohl vom Kopf als auch körperlich noch nicht so weit, um dann direkt in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen.
Der hat jetzt 1,5 Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, ist da auf seine Spielzeit gekommen im Erwachsenenfußball, auch wenn das natürlich ein anderes Niveau ist, und hat es über diesen Weg geschafft, dann auch ja, seine Form zu finden. Und da gibt es noch viele andere Beispiele. Und ich finde es auch gut, wie der HSV das jetzt macht. Er hat eine sehr, sehr junge U21. Also da sind ja fast nur 18-, 19-Jährige jetzt drin. Auch die A-Jugend ist ja sehr, sehr jung. Und so ist das, denke ich, dann auch perspektivisch der richtige Weg, wenn man da die jungen Leute einfach frühzeitig schon an den Herrenfußball heranführt. Wenn man es so macht wie vor vielen Jahren, dass dann da nur 25-Jährige bis 30-Jährige spielen, die halt irgendwie nochmal nebenbei ein bisschen kicken wollen, dann macht so eine Zweitmannschaft natürlich nicht so viel Sinn, weil sie dann auch sehr teuer ist. Aber so wie der HSV es jetzt macht, und man sieht ja auch, die junge Mannschaft, sehr, sehr junge Mannschaft, hat jetzt die Chance, sogar noch in der Aufstiegsrunde mitzuspielen mit einem Sieg gegen Phoenix Lübeck am Sonntag. Und von daher finde ich das, wie es aktuell praktiziert wird, durchaus eine gute Lösung und halte daher die zweite Mannschaft auch für sinnvoll. Du hast jetzt viel Werbung für die jungen Talente gemacht, die in der zweiten Mannschaft aktuell zugegen sind. Vielleicht kannst du noch einmal Namen nennen. Wer sind denn aus deiner Sicht die hoffnungsvollsten Talente, die dann auch perspektivisch den Sprung zu den Profis schaffen können? Ja, unser User Beamtensohn hat ja zwei Namen direkt genannt, Alen Redzepi und Robin Velasco, zwei Flügelspieler mit einem guten Tempo, gute Technik, auch schon ein paar gute Tore geschossen in der zweiten Mannschaft. Denen fehlt beiden mit Sicherheit noch so dieses Körperliche, diese Robustheit, die du dann auch brauchst in der zweiten Bundesliga insbesondere. Das sind mit Sicherheit Jungs, die perspektivisch da den Sprung schaffen können. Beleme, der aus Wolfsburg kam, der jetzt gerade drei Tore gemacht hat, auch ein interessanter Spieler. Hinten mit Dua gibt es einen interessanten Mann. Also da sind schon viele junge Leute, die perspektivisch den Sprung schaffen könnten. Ist natürlich dann immer noch die Frage, wenn man es dann wirklich mal oben zeigen muss, ob man es dann auch schafft. Manchmal braucht man ein bisschen Glück, um zum richtigen Zeitpunkt dann auch die Chance zu bekommen. Manche müssen erstmal einen Umweg gehen. Da gab es ja auch Beispiele beim HSV. Finn Porra zum Beispiel, der halt erst nochmal eine lange Zeit brauchte, um auch wirklich körperlich im Profifußball dabei zu sein. Aber ja, das sind so Jungs, die mir da aktuell einfallen und von denen man möglicherweise noch was hören würde. Ja, jetzt am Sonntag kann die zweite Mannschaft des HSV mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde einziehen. Aber nicht nur die zweite Mannschaft, sondern auch die Profis spielen natürlich um den Aufstieg. Und damit kommen wir auch zu unserer nächsten Kategorie. Henrik, wir wollen gemeinsam einen Ausblick auf morgen werfen. Den Gastauftritt des HSV beim SV Sandhausen. Erstmal allerdings muss der HSV auch anreisen in die Kurpfalz. Heute Nacht wird noch ein großes Sturmtief über den Norden ziehen. Es ist noch gar nicht so sicher, welche Züge morgen fahren. Der HSV möchte gerne fliegen mit einem Linienflug nach Frankfurt mit der Lufthansa, um von dort aus dann mit dem Mannschaftsbus weiterzureisen zum Stadion am Hartwald. Wie schätzt du denn die Lage ein? Meinst du, der Flug kann morgen stattfinden oder muss der HSV mit dem Bus anreisen? Also der HSV fliegt ja heute schon. Jetzt ist es Freitagnachmittag, 15 Uhr. Um 17 Uhr soll die Mannschaft dann nach Frankfurt fliegen. Ich denke, das könnte gerade noch so, ja, hinhauen. Der Sturm kommt dann ja möglicherweise erst am frühen Abend. Aber das ist dann schon eng. Wer weiß, was da jetzt noch passiert. Möglicherweise sind wir dann mit unserem Video auch nicht mehr ganz aktuell. Ich hoffe selbst, dass ich morgen mit dem Zug dann hinkomme. Hoffe, dass da nicht allzu viele Bäume heute Nacht auf die Gleise fallen. Wird das Spiel natürlich auch dann gerne selbst im Stadion verfolgen, aber der HSV ja, wird dann entweder mit dem Flugzeug fliegen oder wenn es kurzfristig zu einer Streichung kommt, dann mit dem Bus hinfahren. Von daher, glaube ich, wird das kein großes Thema sein. Dann kommen wir nun zum Personal. Gestern hat Moritz Heier gefehlt, nachdem er vor 2 Tagen einen Schlag aufs Knie im Training abbekommen hatte. Er konnte gestern nur individuell trainieren. Wie sah es denn heute beim Abschlusstraining aus? Ja, es sah wieder gut aus. Also Moritz Heier war dabei, hatte ja 2 Tage gefehlt aufgrund seiner Knieprellung, die er sich im Training zugezogen hat. Von daher wird er jetzt mit nach Frankfurt fliegen und wird gegen Sandhausen mit dabei sein und ja, wird dann mit Sicherheit auch spielen. Sei denn es schwillt jetzt vielleicht über Nacht wieder an, aber so wie ich Moritz Heier jetzt kenne, der ist eigentlich fast nie verletzt und ist da aus einem relativ harten Holz geschnitzt und wird dann rechts hinten wieder seine Seite dicht machen. Dann müssen wir noch über ein internes Duell sprechen. Farid Alidu hat zuletzt
Geschwächelt möchte ich jetzt nicht sagen, aber er war nicht mehr so spritzig wie noch am Anfang. Er hat sich hin und wieder seine Auszeiten während des Spiels gegönnt, wird dann auch regelmäßig von Tim Walter auch ausgewechselt im Laufe der zweiten Halbzeit. Gleichzeitig hat man sich jetzt im Winter verstärkt für die offensive Mittelfeldposition mit Georgi Chakvidadze. Der hatte zuletzt einen guten Eindruck gemacht, trainiert aber natürlich erst seit ein paar Wochen mit der Mannschaft. Wie schätzt du die Lage ein? Wer von den beiden wird links außen von Beginn an auflaufen? Ja, ich würde dir da widersprechen. Ich fand Farid Alidou jetzt gerade in den letzten beiden Spielen durchaus wieder verbessert. Also in den ersten zwei Spielen nach der Winterpause würde ich dir recht geben. Da hat er ein wenig geschwächelt. Fand ihn jetzt aber wieder im Prinzip so wie in den ersten Spielen. Also er hatte auch da immer seine Auszeiten, aber hat genauso seine Momente, wo er dann mit seinen individuellen Stärken immer wieder was kreieren kann. Hat er jetzt ja auch wieder ein Tor vorbereitet, hat einen Elfmeter rausgeholt. Das sind ja so diese Szenen, wofür man ihn braucht, wofür er ja dann auch in die erste Mannschaft geholt wurde. Von daher denke ich mal, dass Tim Walter jetzt weiter ihm das Vertrauen gibt. Und er hat ja auch angedeutet, Tim Walter, dass Chakvidadze da noch ein bisschen Zeit braucht, um sich dann auch an den Fußball zu gewöhnen. In Heidenheim, als er dann gegen Heidenheim, als er reinkam, hat er ein paar sehr, sehr spektakuläre Aktionen gehabt. Da stand es dann allerdings ja dann auch schon 2-0. Da konnte er befreit aufspielen. Und so wie ich Tim Walter kenne, ist er jemand, der gerade bei Neuzugängen da noch ein wenig abwartend ist. Und gehe davon aus, dann, dass Alidou wieder von Anfang an spielt und Chakvidadze dann aber auch in der zweiten Halbzeit wieder seine Chance bekommt, ein paar Hackentricks zu zeigen.